So, und damit geht es weiter für heute mit Ark Survival Evolved wieder einmal mit Zero One Up zusammen. Einen Hallihallo. wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, da ist ja der Sarko. Hihi. Nein, nein, ich habe schon wieder gepfiffen. Ja. Dabei hast du, ach doch, hast du. Ich wollte gerade sagen, du so viel Kingdom Come hast du gar nicht gespielt, aber doch. So, der Einzige, der nicht hört, ist echt der hier Revenger. Der hört überhaupt gar nicht. Der denkt sich so, du kannst mich rufen, wie du willst. Ich werde niemals hören. Ich würde sagen, ich baue uns fix einen Schrank und dann können wir deinen Plan durchziehen. Willst du mitkommen? Ich kann mitkommen, ich kann auch hier bleiben und mir versuchen, einen Raptorsattel endlich zu machen. Wie du willst. Also ich meine, zu zweit ist es ja meistens doch ein bisschen lustiger. Ja, machen wir es zu zweit, aber erstmal muss ich niesen. In Gesundheit. Ach, danke. Ach ja, und gleich mal EP bekommen. Durchs Niesen. Yeah, Zeroth genießt 50 EP. Ja, so ungefähr könnte man das jetzt sagen. Ja, und diesmal gibt es auf meinem Kanal wieder meine Sicht, weil ich Idiot diesmal nicht die Aufnahme lösche. Hoffst du. Ja, bestimmt. Hoffst Wieso sollte ich so etwas tun? Nochmal. du. Keine Ahnung. Das ist ja die Frage, warum ist das überhaupt passiert? Tja. Zero hatte Bock. Nein, er hat einfach nur nicht warten wollen, bis sein PC reagiert hat, irgendwie wild irgendwelche Tasten gedrückt und auf einmal, schwupps, war alles weg. Ja, Regie war sogar dabei. Sie konnte meine Dummheit mit ansehen. Ja, na, ich habe mich vor allem noch gewundert, keine Ahnung. Ich dachte vor allem, du weißt, was du tust. Das war ja auch das Witzige dabei. Ich dachte wirklich, er wusste, was er tut. Weil das war so, ja, es war so wissend, wie er die Tasten gedrückt hat. Und erst bei der Pause habe ich mitbekommen, das sollte alles nicht so sein. So, Schrank steht neben dem Bett. Ich pack mal meine Sachen da rein. Sehr gut. Ja, ich benutze einfach gerade die Kiste hier neben dem und so weiter. Also auf dem Boot, die ich auch so schon benutzt habe. Wollen wir wirklich nur gucken oder wollen wir uns irgendwie wenigstens einen Speer? Ich nehme, glaube ich, wenigstens meinen Speer mitkommen. Wieso willst du denn, wenn du stirbst, hast du keinen Speer? Ja, aber ein Speer ist billig. Ja, wir wollten doch die Ach anderen. so. Ja. Du verstehst den Sinn und Zweck von Ja, dem, ja, was wir ja, machen ja, wollen, ja, ja? ja, ja, ja. Ja. Nein, alles gut. Ja, natürlich verstehe ich das. Ich war jetzt gerade irgendwie selber ein bisschen doof. Hihihi. So, jetzt gibt's Ark, glaube ich, auch ein bisschen flüssiger als die letzten Male. Das finde ich sehr schön. Ich habe da nämlich noch ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, dass es im Stream laggt. Ich kann sowas gar nicht haben, ne? So, dann werde ich. Ach, ich bin ja sogar noch. Wieso bin ich generell nackig? Oh, ich glaube, ich habe irgendwo meine Klamotten verloren. Na egal. Ich bin ohnmächtig geworden. Warum? Hunger und Bitte? Durst. Oh. Ach ja, und ich habe in den Optionen was gefunden, dass jetzt meine Kamera nicht mehr ganz so rumspinnt, wenn dieses Riesenvieh an mir vorbeiläuft oder einfach über mich drüber läuft. Ich habe es nicht ganz ausgestellt, weil so ein bisschen cool finde ich es ja trotzdem. Muss ja noch ein bisschen immersiv sein, ne? Genau. So sieht's aus. Wir können unseren Joa. Dinos einfach mal befehlen, den Typen zu töten. Oder wir könnten ihn natürlich Ja, zähmen. Das geht aber. natürlich auch. Also erstens, zähmen finde ich cooler. Was ziehst du denn da mit dir umher? Ach nee, Grafik. Alles gut. War ein Grafikfehler von weitem. Achso. Ja, keine Ahnung. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt töten. Außerdem weißt du nicht, wie stark er wirklich ist. Das heißt, du weißt auch nicht, wie viele er von unseren Dinos töten könnte. Ja, wenn dann nur die Schwachen wahrscheinlich. Ja, trotzdem. Der Skorpion hat jetzt schon 1000 Leben, ey. Krass. Nicht schlecht. Aber ich glaube, 1000 reicht erstmal, den Rest können wir auf Angriff machen. Also, ich bin schon halb tot. Wie sieht's bei dir aus? Kommst du langsam zu Potte? Wieso bist du halb tot? Wie hast du das geschafft? Ich bin am Verhungern. Was machst du denn Ach überhaupt die ganze so. Zeit?
Oder wenn's um Sterben geht, dann können wir hier hochlaufen. Wir müssen sterben. Ja, ne, wir hätten von hier aus auch noch ein bisschen laufen können. Ja, darum geht's ja. Ich meine, ich kipp sowieso gleich um. Aber wir können zu den Ravagers gehen und uns zerfleischen lassen. Ja, zum Beispiel. Oh Gott, ich habe noch meinen Bogen und alles dabei. Sagte er, bevor. Lauf schon mal vor, ich sterbe eh gleich. Oh, ich habe ein Level Up. Level up vom Sterben. Yay! Oh, ich habe, glaube ich, ja, ich habe Ravager gefunden. Richtig starke sogar. Lock sie wenigstens irgendwo hin. Nein, unwichtig geworden. Ich will noch meine Sachen ablegen, bevor ich sterbe. Sie haben mich Ups. gesehen. Hallo. Da habe ich das Mikrofon geschlagen. Ja, ich habe hier bei mir ein bisschen umgebaut und das ist alles noch ein bisschen neu für mich. Ach so, deswegen, ja klar, verstehe. Deswegen schlägst du dein Mikro. Komm mit. Vor allem, die schleichen mir hinterher, ne? Die rennen einem nicht hinterher, wie so ein Raptor, der gleich so durchdreht und denkt sich so. Nein, die schleichen hinterher und denken sich so. Die schleichen wahrscheinlich, weil die so oft an mir gefressen haben, dass sie voll sind. Ach so, das oder so, ja. Hallo. Vielleicht mögen sie ja den Bronto auch viel lieber. Nee, die haben gerade irgendwie, ach, guck mal. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ach, das Vieh. Ey. So, also ich könnte jetzt die Armbrust entwickeln. Wir haben ja jetzt die Metallaxe, die hast du gemacht, ne? Nein, ich habe sie selber gegessen. Was habe ich? Metallaxt? Vor allem die Ravager kommen mir gar nicht mehr hinterher, sehe ich gerade. Ja, genau, doch, die habe ich gelernt. Dann Ja, mache ich ja. die Armbrust. Okay. Ey, ihr faulen Viecher! Folgt ihr mich mal bitte weiter? Gibt's ja nicht. Jetzt sind sie. Die können rennen. Hey, hallo, 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 nein! Ach, Ledersachen könnten wir lernen, stimmt. So, jetzt bin ich tot und du so? Ja, ich bin auch gleich tot, ich gucke mir das an. Soll ich vielleicht Ledersachen lernen? Leder? Kann ich nicht Ledersachen schon? Weiß ich nicht. Wir hatten auf jeden Fall noch keine Ledersachen. So, ich bin tot. Ja. Wo möchtest du hin? Doch, ich hatte schon Ledersachen. Achso. So, da ich nicht weiß, wo das ist, beziehungsweise den Punkt nicht habe, ich möchte gerne sehen, wo das Portal ist, was da steht, easy ist. Okay. So. So, und hier kann man auch nicht bauen. Okay. Aber Und hier gibt es aber auch die haben keine. das wahrscheinlich gefixt, dass hier auch keine krassen Tiere mehr sind. Nehme ich stark Okay. mal an. Weil hier war ich nämlich tatsächlich vorher noch nie. Ja, genau. Jetzt ist nämlich für mich das auf der Karte neu entdeckt. Komisch. Aber ich verstehe halt die ganze Zeit nicht, warum. Was? Naja, warum das so ist. Dass man hier nicht bauen kann? Ja, na generell halt. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht gibt es hier irgendwas, was nicht voll gebaut werden darf. Früher war das so, als Ark neu rauskam, es gibt ja diese Obelisken, ne? Und mit denen kannst du halt zu den Endbossen. Und da haben die Spieler halt sich aufgebaut, sodass kein anderer dahin konnte. Ach so. Also muss hier irgendwas sein, was wichtig ist, was nicht zugebaut werden darf. Aber weißt du, was ich gerade hier gefunden habe? Oh, Gasvorkommen. guck mal, dort ist Eisen. Ja, siehst du, deswegen wollte ich hier hin. Also, ich meine, es ist ja schön, wenn man hier nichts Ach, abbauen das muss. ist das Gebiet, wo ich gestreamt habe. Da kenne ich Wo du mich aus. gestreamt hast? Ich habe ja mal 8 Stunden gestreamt. Ah, als es neu war, ne? Ich bin gar nicht, oder bin ich? Ist das das easiest Gebiet? Oh, lol. Es gibt nur eins. Ja, ich wundere mich halt nur gerade, weil wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann war mir schon bewusst, dass da Eisen ist. Aber ich wusste nie, wo dieses Gebiet das war, wo ich mich im Stream aufgebaut habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo du bist. Das weiß ich selber nicht. Vielleicht finden wir uns ja. Eines Tages. So. Irgendwann haben wir Eines GPS-Sender, dann Tages. sehen wir uns. Ja, das wäre cool. Was ist das? Fossilpille?
Cool, Knochen. WTF. Also es gibt aber coole Sachen, die man hier mitnehmen kann. Was denn? Na, jetzt habe ich gerade irgendwie Knochen gefunden, Rohstoff. Dann gibt es halt hier haufenweise Holz. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man es schafft, diesen Weg hierher zu kriegen. Also ich meine, klar ist halt blöd, dass man hier nicht bauen kann oder so. Ah, guck mal, das ist ein Raptor. Schönes, easiest Gebiet. Also ich weiß nicht, wo du bist, aber ich habe hier keinen Raptor. Ich will mal mit B laufen. Jetzt kommen die ganzen Tiere bis hierher gerannt, pass auf. Na, zum Glück hören sie das Pfeifen soweit nicht. Triceratops habe ich hier. Vor allem leuchtet das alles voll schön hier. Ich habe einen leuchtenden Pilz gefunden, Leute. Ui. Ich mag leuchtende Pilze. Na, wenigstens sind die Riesenschlangen nicht hier. Das freut mich. Als ich gestreamt habe, habe ich im easiest Gebiet angefangen. Und von allen Seiten wurdest du attackiert von diesen Riesenschlangen. Okay. Da dachte ich, what the fuck, was ist das für ein easiest Gebiet? Ne. Ach, guck mal, da vorne kommt man raus aus dem easiest. Aber ich meine, keine Ahnung, ob man... So, also ich bin jetzt am Rand. Scheinbar. Wenn kannst du da irgendwie runtergucken? Nein. Okay. Oh, okay, da ist ein fucking Obelisk. Auch noch ein Son Goku. Okay. Von wegen easiest. Hängt hier einfach so ein Son Goku-Ding. Naja. Aber bis dahin musst du erstmal kommen. Also hier weit und breit, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß ja nicht, wo du bist. In der Ruine. Also ich laufe jetzt gerade so ein Metalldings hoch. Und verdurste gleich. Ah, da hinten ist noch ein Raptor. Oh, die gibt's ja auch. Hier ist eine kleine Erfahrungskiste. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, ey. Jetzt kann ich irgendwo runter gucken. Jetzt bin ich nämlich so eine komische Ruine hochgelaufen. Okay. Wenn du runter guckst, siehst du da eine Insel? Nein. Oh, weißt du, was ich sehe? Also ich bin am Ende der Höhle, wo ein Riesentor ist. Ein Riesentor, keine Ahnung. Siehst du die was Ringe? Ich aber, ja, die sehe ich, da stehe ich gerade direkt davor. Ich laufe gerade in den Ring rum. Und in dem letzten Ring war das, glaube ich. Ja, in dem letzten Ring ist die Explorer Note. Und ich sehe auf dem Weg dorthin. Ist das ein Para oder was ist das was anderes? Das ist ein Parasaurus, okay. So, was läuft da noch drin rum? Das Problem ist, dass ich eh gleich auch nochmal tot bin. Wo bist du denn? Ich laufe jetzt in die Ringe rein. Nee, du bist nicht. Ich bin hier am Ende der Ringe. Hä? Vielleicht bist du am anderen Ende der Ringe. Keine Ahnung. Oder es gibt mehrere Ringe. Also, auf der einen Seite von den Ringen ist ein offenes Tor und auf der anderen Seite ist ein geschlossenes. Keine Ahnung, ich bin durch so eine große Tür gelaufen. Weißt du, was ich mache? Ich schaue jetzt einfach in den Stream. Mach das. Und warum ist der auf einmal... Ach, das ist ein toter Raptor hier. Was ist denn das? Warum ist hier ein toter Raptor? Also ich habe gerade einen Raptor gesehen, der sich mit so einem Parasa angelegt hat. Ja, dann bin ich wahrscheinlich hier. Da sehe ich den Raptor, ja. Hallo. Ey! Der schubst mich weg. Du bist auf der genau falschen Seite. Auf der anderen Seite ist der Explorer Not. Ach Manu. Naja. Kann ich den Stream wieder pausieren? Dann laufe ich einmal. Oh, hier ist aber auch eine, glaube ich. Ja, hier ist auch eine. Ja, ist. Gut, dann laufe ich in deine Richtung, du meine. Ja, cool. Und mittig ist irgendwo dieser Obelisk-Ding ins Kirchens. Wie heißt es? Basilisk. Wieso sage ich immer Obelisk? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach da. Ja, nice. Oh.
Ach ja, genau. Entdeckernotiz. Helena Walker. Nice. Und jetzt kann ich. Hier Level up machen. Ganz ehrlich, weil wir hier eh schon. So. Ja, cool. Nice. Dann laufe ich jetzt einmal in die andere Richtung. Ja. Oh, ich sehe dich. Ach, herrlich. Wo zu Ja. teuer, wo willst du hin? Was, wo will ich hin? In die andere Richtung? Ja, dann komm die runter. Hä? Auf die andere Seite der Ringe. Ach so, ich dachte, du bist doch durch die Ringe durchgelaufen, hast du gesagt. Ja, bis zur anderen Seite. Yay, Level up. Nicht so. So, okay. Oh, ich habe zwei Level-Ups bekommen. Heilige Scheiße. Okay. Das ist voll gemein, aber kriege ich So. wahrscheinlich auch gleich, weil ich hatte irgendwie anderthalb Level oder so. Steko-Sattel. Wie hast du was bekommen? Ach so, kannst du machen. Ja, ist gut. Und ich glaube. Boah, du bist aber jetzt kein böser Dino, ne? Geh bloß weg, ey. Ich glaube, hier im Easiest Gebiet sind die ganzen Explorer nur verteilt. Okay. Weil sonst haben wir ja nirgendwo welche gesehen. Naja, wir sind ja auch noch nicht wirklich weit gekommen. Ja, aber in unserer Ecke ist keine. Ja. Aber das ist auf jeden Fall mal interessant. Oh nein. Das ist nur ein Pilz. Oh no, das sind Raptoren. Ja, Explorer-Not öffnen bist eh so gut wie dort. Einfach hinrennen, mitnehmen. Ja, aber erstmal muss ich hinkommen. Ist die direkt auf dem Ring? Kann das Ja. sein? Ja. Und genau da in der Nähe sind die Raptoren. Und laufen rum und freuen sich. Hallo. Das ist nämlich cool, dann können wir, ey, wenn wir so jetzt. Ach, perfekt. Mei Yin Li. Und ich werde auf jeden Fall gleich ohnmächtig. Also wollen wir dann gleich ins nächste Gebiet sozusagen. Ja, würde ich sagen, ne? Wir wollten ja nur gefixte Gebiete abgehen. Wenn wir später hier mit einem Reittier kommen, können wir besser alles durchsuchen. Ja, das stimmt. So. Ich würde sagen, Skillpunkte machen wir danach. Dann lasse ich mich jetzt von einem Raptor fressen. Oh, Ich ich hab habe alles schon sie wieder. verteilt. Ich war schnell. Oder bin ich in irgendwas? Ich bin bestimmt in irgendwas reingelaufen. Keine Ahnung. Jetzt kriege ich keine Luft. Ich habe keine Ahnung. Hallo, Raptor. Hallo. Hallo? Friss mich doch reiner, bitte. Oh Gott, ein Raptor ist hinter mir her. Ich wollte da noch erkunden. Oh. Ich hab's geschafft. Erfolgreich gestorben. Ich nicht. Hättest du mich nicht vorher töten können? Das sind Ansprüche, wa? Ich habe echt keine Ahnung, warum ich da jetzt halluziniert habe. Oh, das dauert so lange, bis diese Benommenheit weg ist. Ist auf jeden Fall von unserem Zuhause nicht allzu weit entfernt. Also es ist eigentlich nur ein Katzensprung, aber es sind so viele krasse Tiere dazwischen. Es waren wirklich Pilze. Dann geh noch mal rein und stirb. Mach ich gerade. Achso. Ja. Also So. sterben kann ich ja wohl richtig gut. So. Wo willst du jetzt hin? Tatsächlich, Okay, warte Medium kurz. und Easy sind bei uns da an der Ecke zusammen verteilt. Lol. Ja, das ist total bescheuert, oder? Also zumindest das eine Medium-Gebiet. Wobei nach dem Easy ist, ne? Wenn du da rausgehst, ist es direkt Medium. Ja, klar. Keine Ahnung. Welches wollen wir uns erst angucken? Wollen wir Easy 3 gehen? Jo. Badusch. Mal gucken, ob wir uns diesmal vielleicht finden.
Oh, hier ist direkt ein Basilisk. Cool. Ich habe Kristalle gefunden. Wieso gehst du auf mich? Scheiß Basilisk. Ich führe ihn zu einem Diener. Sollen die sich prügeln? Sterbe ich halt nochmal. Ja, ist auch nicht schlimm. Cool. Los, prügelt euch! Ja! Der Basilisk hat den, wie hieß das Ding nochmal? Den Spino getroffen. Jetzt kämpfen die. Na cool. Ach, hier sind wir. War gar In nicht so weit weg von ja. unserer Basis. So, wo bin ich jetzt? Neben irgendwelchen Pilzen? Ach, da hinten ist meine Leiche. Ich kann gucken, wer gewonnen hat. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Da ist die Spinne im Wasser. Also ich bin relativ nah am Wasser dran. Ja, meine Leiche ist auch am Wasser. Aber ich glaube, der Basilisk hat definitiv gewonnen gegen den Spino. Ich bezweifle, dass der Spino eine Chance hat. Oh, ich glaube. Oh, ich habe am Wasser, glaube ich, eine Kiste entdeckt. Das sieht aus, das sieht nach Oh, hi. Explorernauts aus. Eine Kiste? Das ist meine Leiche. Ach so. Ach ja, stimmt, das ist ein Rucksack. Okay, alles klar. Wo ist der Basilisk hin? Die haben hier Da bist du gekämpft. ja. Ja. Oh, hi. Vielleicht sind sie beide gestorben. Also dahin, also hier ist der, ist das der Spino? Weiß es nicht. Ich guck mal, wo ich den Basilisten zuerst gesehen habe. Was ist das? Was ist das da hinten? Dieser Nebel. Welcher Nebel? Das Wo? ist das so ein pinker Nebel. Pink? Ich weiß ja nicht, wo du hinguckst jetzt. Ja, komm mir nach, runter. Wo? Ach, bist du runter? Ja. Von meiner Leiche aus links. Hallo? Ach, da. Da bist du. Da bist du gerade runtergesprungen. Komm zu den Bäumen hier, zu den Pilzbäumen. Ich laufe durch Pilz. Ach, da bist du. Hat der Basilisk echt gegen den Spino verloren? Krass. Tja. Ist der gar nicht so stark, wie ich dachte. Das ist eigentlich auch ganz gut, das so rauszufinden, wa? Ach, da, der pinke Nebel. Ach, das ist ein Gasvorkommen. Das habe ich in dem Easiest-Gebiet auch gesehen. Gasvorkommen, ja. Keine Ahnung, also ich weiß noch nicht, wie man das kriegt, was man damit machen kann und vor allem, wie man das bekommen kann. Aber wir wissen jetzt, dass wir hier eins haben. Ja, was hier irgendwo, ja, etwas weiter von unserer Basis entfernt ist. Vor allem hier sind überhaupt keine Dinos, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja doch, der Spino war hier unter Basilisk, ne? Ja, Also, gut. nachdem sie gegeneinander gekämpft haben, war hier natürlich keiner mehr. Na gut. Okay. Hast recht. So. Vielleicht finden wir aber trotzdem irgendwo mal Eisen. Hier sind runde Steine, weil wir hier im Fluss sind. Stimmt. Oh mein Gott. Ist genau auf der Stimmt. anderen Seite, parallel zu unserem Haus. Also, wenn wir es schaffen, den Wasserweg zu sichern, irgendwann. Ja, keine Ahnung. Dafür müssen wir. So, warum kommst du darüber und ich nicht? Weil ich Sag gut mir bin. bitte. Ist der Du Unterschied verstehst zwischen uns schon. beiden? Ich bin gut. Nee. Diese Form läuft einfach weiter weg. Nein, ich bin immer noch hier. Ich warte auf dich. Ja, gut. Dum, dum, dum. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Wo bist du Ich jetzt? habe dich verloren. Bist du durchgekommen? Ich bin über den Fluss rüber. Warte. Da bist du. Wieso sehe Hi. ich dich nicht mehr? Hinter dir. Neben dir. Hinter dir. Da. Ja, hallo. Ach. So, wo laufen wir jetzt gerade hin?
Irgendwo in die Pampa. Cool. Ja, na, da, wo wir hin wollten. Da ist ein Raptor, der schlägt auf so ein Panzerviech ein. Da sollten wir einen Bogen drum machen. Jo. Geht ein auffälliger Weg nach oben. Der führt zum Startgebiet. Oh, da ist noch ein Raptor. Okay. Dann müssen wir hier lang gehen. Vorsicht, Nicht in die unsichtbarer Bibliothek. Skorpion. Irgendwie. Unsichtbarer Skorpion. Ja, keine Ahnung, der hat geflackert. Okay. Hier sind überall Skorpione. Von wegen sicher. Ich sehe überall Der kann ja Skorpione, ich flackern. sehe überall Raptoren. Aber Aber wer es sagt ist. denn? Hä? Wer sagt denn was von sicher? Aber ich sage, ich sehe es einfach mal so, keine Revenger. Ja, natürlich, aber wer sagt denn was von sicher? Ja, du? Wieso? Du hast gesagt, die sind keine Dinos? Ach so, ja, da vorne. Das kann sich doch alle paar Schritte ändern. Raptor. Ja, der läuft irgendwie in unsere Richtung. Eigentlich haben wir keine Chance, irgendwo hinzukommen. Wir müssen über den Fluss und dann gehen wir den Weg hoch. Versuchen, den Raptor zu meiden, der irgendwie nicht mehr da ist. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Hallo, Para. Ja, wer weiß, wo er hingelaufen ist. Ist auf jeden Fall ganz schön dunkel. Ich habe schon Gamma 3 gemacht, als ich. Ja, ich theoretisch auch. Sag mal, ertrinkst du nicht irgendwie? Oh, der ist tot. Huch. Ach, das bist du. Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Er ist ertrunken, deswegen ist der. Der Raptor abgehauen. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, warum du die Sachen jetzt einsammelst. Weil ich cool bin. Ja, damit du sie gleich wieder verlieren kannst. Vielleicht landen wir zufällig zu Hause. Wer weiß. Naja. Ich wette, wir sterben vorher. Man weiß nie. Du weißt, So, die ich sehe Chance einen haben wir Ravager, da verloren. wo wir hingehen. Wir sollten weiter nach links gehen. Guck mal den Blutenden da an. Das macht einen Ravager. Ja, siehst du? Ich weiß, haben sie bei mir auch schon gemacht. Was ist das da? Ach so, Insekten. Ihhh, Insekten, Lass uns mal den Berg hier raufgehen, das ist auffällig, da ist irgendeine Spitze. ja, stimmt. Die sehe ich auch gerade.